Liebe Luzernerinnen und Luzerner, in Ergänzung zu unserem Newsletter von der letzten Woche über die ersten zwei Sessionstage der Oktobersession mache ich Ihnen beliebt, auch diesen Newsletter über den dritten Tag zu lesen. Im Newsletter finden Sie unsere Haltung und unseren Einsatz für Wasserversorgung, Ersatz für Elektroheizungen, Solaranlagen auf denkmalgeschützten Bauten und so weiter. Dann haben wir auch heute die Neuvereidigung von einer neuen Kantonsrätin vornehmen. Leider verlässt uns das langjährige und verdiente Fraktionsmitglied Pius Kaufmann. Ich gratuliere ihm an dieser Stelle noch einmal zur Wahl in Nationalrat. Ich freue mich für ihn, dass er sich neu in Bern für unsere Anliegen einsetzen kann. An seiner Stelle hat Tella Schneider Platz genommen, den ich damit recht herzlich in unserer Fraktion willkommen heiße. Besten Dank für Ihr Interesse an der Politik von der Mitte.